Diese mRNA-Technik ist eine sehr hoffnungsvolle Technik, die auch für viele andere Anwendungen in der Medizin Bestand haben wird. mRNA ist die Substanz, die die Informationen, die Erbinformationen zu den Ribosomen, den Zellen und den Fabriken der Zelle bringt. Sie selbst kommt aber nicht mit dem Erbgut in Verbindung. Das heißt, es ist völlig nicht richtig, dass man sagt, wir greifen das Erbgut ein. Das ist außerhalb des Zellkernes, außerhalb der genetischen Informationen, da kommt sie nicht ran. Und der zerfällt dann auch wieder, sodass auch da keine langfristigen Wirkungen wieder da sind. Ja, und das wird dann ein Antikörper induziert, der dann zu dieser Immunität führt. Der Impfstoff sonst unterscheidet sich auch nicht von anderen Impfstoffen wie den Grippeimpfstoff. Sind Zusatzstoffe da drin, um das zu stabilisieren und solche Dinge. Aber nichts, was irgendwie völlig unbekannt ist oder ganz neu ist. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil das suggeriert so ein bisschen, wir haben schnell zugelassen und nicht so genau zugelassen. Das stimmt nicht. Das durchläuft so eine Zulassung mehrere Phasen, auch in der Vorphase schon. Und die haben nicht Phasen ausgelassen, sondern haben die Phasen zeitlich zusammengeschoben. Also Sie können sich so vorstellen, wir haben Phase 1, dann fangen Sie Phase 2 an. Und jetzt hat man parallel Phase 1, Phase 2 schon über Brücken gemacht, so ist man schneller gewesen. Dann hat man natürlich sehr viel Zeit und Energie mehr reingesteckt, weil das so dringend war. Und es hat dann eine sehr korrekte Zulassung gegeben. Also es ist nicht wie in England eine Notzulassung gewesen, sondern eine reguläre Zulassung, die nur unter massiven Zeitdruck natürlich gestanden hat. Und die Leute haben einfach Tag und Nacht gearbeitet, haben aber komplett die Prüfung durchlaufen. Das heißt, dass vor allem die Sicherheitsdaten sehr genau geprüft worden sind. Und deshalb halte ich diese Impfstoffe schon für sehr gut geprüft von Experten. Und die Europäische Behörde für Impfstoffe ist wahrscheinlich die strengste der Welt. Also wir gehen jetzt ja schon von aus, dass wir jetzt irgendwann eine Wiederholungsimpfung brauchen. Für diese Viren auch nichts Ungewöhnliches. Auch die Grippeimpfung hält ja nicht lange. Letztlich hat auch eine Grippeimpfung kein Jahr lang Wirkung, sondern nur ein halbes Jahr. Wir impfen ja saisonal bedingt. Das heißt, wir werden mit Sicherheit nachimpfen müssen. Und das ist bei der Infektion ja auch. Ein halbes Jahr Immunität rechnen wir bei Corona-Infektionen. So wird es beim Impfstoff mindestens auch sein. Ich muss jetzt gucken, ob es noch ein bisschen länger ist. Aber es wird in jedem Fall, wenn wir uns dann gemösen müssen, wenn das Virus nicht ganz verschwindet, dass wir uns jedes Jahr ein- bis zweimal impfen lassen müssen. Also damit der Impfstoff nicht mehr wirksam ist, müssen schon starke Mutationen stattfinden. Wir gehen im Moment davon aus, dass die bekannten Mutationen den Impfstoff noch erfassen oder der Impfstoff diese Mutation erfassen. Es ist durchaus aber möglich, dass eine weitere Mutation dann dazu führen kann, dass die Wirkung nachlässt. Also diese Plattform, die die Firmen aufgebaut haben mit ihrem mRNA-Impfstoff, versetzt sie in die Lage, relativ schnell zu reagieren und die Impfung anzupassen. Auch das ist für uns Deutsche ja nichts Unbekanntes. Jedes Jahr wird der Grippeimpfstoff angepasst auf die aktuelle Erregerlage. Also alles nicht so ungewöhnliches.